bitch part no man, then I ain't got time to shake your hand. Hit that side jack, with them pockets like a sack. So, hey Leute, herzlich willkommen zu Subnautica, ein Spiel, das ich unbedingt mal hier auf YouTube zeigen möchte. Es gibt viele Videos dazu, ich weiß. Vor 2 Monaten kam da ein neuer großer Patch und ich habe das Spiel erst seit einer Woche und ja, ich bin ziemlich begeistert davon und deswegen möchte ich es euch zeigen. Die Sache ist nur, ich habe höllische Angst vor tiefem Wasser. Nicht unbedingt, weil ich ertrinken kann oder so, sondern weil ich nie weiß, was unter mir ist. Und wie ihr hier schon mal sehen könnt, habe ich schon um die, ja, 5 Stunden, vielleicht sogar 6 Stunden Game-Time in dem Spiel. Also ein bisschen was kenne ich, aber auf jeden Fall noch nicht alles und vor allem noch nicht alle Fische. Und das Spiel sieht wirklich super aus, aber bevor ich jetzt hier weiter schwafel, würde ich sagen, springe ich einfach in ein neues Spiel und dann seht ihr das ja. Jetzt kommt einmal das Intro und ich denke mal, da werde ich dann still sein, weil es ist story-relevant. Man sieht es im Hintergrund bereits, ein großes Raumschiff stürzt ab auf einem Planeten, der ziemlich wässrig aussieht, aber ja, mal schauen. Autsch. Das lief nicht so gut. Wie es aussieht, haben wir uns aber in eine Rettungskapsel gerettet und diese brennt. Geil. Okay, gleich mal den Feuerlöscher schnappen und das Feuer löschen. Ich denke mal, das ist nicht allzu gesund. Deswegen, tschüss. Bye bye. Sehr gut. Okay, wir befinden uns jetzt hier, wie ihr seht, auf einer Rettungskapsel oder in einer Rettungskapsel. Und konnten uns so im letzten Moment noch retten. Hi. Ja, ich weiß, gute Arbeit. Okay. Mhm. Geht klar. Okay. Detecting increased local radiation levels. Das ist consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage. Du sprichst ganz schön viel. Dankeschön. Das ist sozusagen unsere eigene kleine Gladys, die wir hier drin haben. Die hilft uns einfach beim Überleben. Und wir haben ein Inventar und ein Interface. Links seht ihr natürlich, wie viel Atem ich noch habe, also wie lange ich unter Wasser bleiben kann. Meine HP, mein Hunger und mein Durst. Dann eben das Inventar, da haben wir unseren Feuerlöscher, den wir davor aufgehoben haben. Und was wir equipped haben, also Anzüge, Flossen, ja, Luftkanister oder wie auch immer die Dinger heißen. Dann haben wir hier Baupläne, Dinge, die wir craften können. Dann ein Signalmanager, da können wir die Farbe von unserer Rettungskapsel, wie wir sie aus der Distanz sehen, anpassen. Dann eine Galerie für Fotos. Ein Log, was denn so alles passiert und eine Datenbank, wo wir später noch Dateien finden werden. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal ganz kurz die Welt an. Man sieht, dass das Schiff die Rettungskapsel ist gut beschädigt. Also brauchen wir, wie es dort steht, ein Reparaturwerkzeug, genau so. Und müssen es erstmal reparieren, bevor hier alles wieder läuft. Und ich denke mal, das wird so das erste Ziel sein. Da hinten sieht man das Schiff. Und wir sind hier. Wunderschöner Wasserplanet. Das, ja, die Atmosphäre von dem Spiel ist auf jeden Fall wirklich der absolute Hammer. Aber wie gesagt, ich habe wirklich Angst vor tiefem Wasser. Und das wird man auch später noch bemerken, was ich denn genau damit meine. Ja, super. Kein guter Spawn. Die Map scheint immer dasselbe zu sein, nur der Spawn ist immer anders. Also wo deine Kapsel landet.
Und das hier ist die Unterwasserwelt und das Spiel ist so hübsch. Ich kann das gar nicht glauben. Es sieht halt wirklich super aus. Zippe ich den Kalkstein. Dann machen wir das mal. Und haben Titan aufgehoben. Genau, jetzt geht es einfach darum, dass wir. Oh. Mein Atem geht alle. Und in 3 Stunden scheint irgendetwas zu detonieren. Wo ist der Fische? Da. Meins. Okay. Gut. Genau, wir können Creatures aufnehmen, also Fische in dem Fall, und die discovern wir dann und wir können sie auch genauso wieder freilassen, aber das würde keinen Sinn ergeben, weil ich möchte die natürlich kochen und so weiter. Oh shit. Mein Atem geht alle, mein Sauerstoff. Man kann am Anfang noch nicht wirklich lange tauchen und das wird auch wahrscheinlich eine lange Zeit so bleiben. Also danach geht auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich lang. Mal schauen, was sollten wir denn zuerst craften? Das Ganze gibt mir Titan, der Altschrott, Metall, Metallschrott, den wir hier aufheben. Hier hätten wir Quarz. Nehme ich natürlich alles mal mit. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich komplett ruckelfrei, ja genau, ruckelfrei eben laufen wird. Ich hoffe einfach mal schon. Und ich hoffe auch, dass die Soundeinstellungen soweit passen. Mein Sauerstoff geht wieder alle. Ansonsten muss ich da noch ein paar Dinge einstellen, weil hier ist gerade alles auf Maximum und die Wasserdetails eben auch auf Maximum und es sieht so toll aus. Und die Geräusche sind so creepy. Und da geht es schon richtig tief runter, das gefällt mir nicht. Es gibt so große Monster in diesem Spiel. Aber okay, das gehört dazu, denke ich mal. Den Fisch koche ich. Das ist unsere Crafting-Station sozusagen. Den auch einmal craften. Und gleich mal etwas essen. Wir haben Hunger. Schön. Und ein Verbandskasten. Okay. Dann sollten wir jetzt zuerst unser Reparaturwerkzeug bauen. Und dafür brauchen wir Kracher, Fischpulver und Magnesium. Okay. Okay. Das. Ja. Das bedeutet, wir sollten aufpassen, weil das große Schiff, mit dem wir abgestürzt sind, wie es aussieht, bald detonieren wird, also hochgehen wird. Das arme Schiff da hinten. Und wir sollen mindestens 1 Kilometer Abstand halten. Ansonsten steigt die Chance, dass wir sterben. Dann gibt es hier einen Fisch, der heißt Blasenfisch. Und aus dem können wir Wasser bekommen. Also gefiltertes Wasser. Kein Salzwasser. Und deswegen nehme ich den auf jeden Fall mal mit. Da hätten wir nochmal Metallschrott. Ich schaue nochmal. Ich sollte vielleicht unbedingt oben bleiben, damit ich nicht ersticke. Das kann schnell mal passieren am Anfang. Das kann wirklich schnell passieren. Reparaturwerkzeug. Genau. Magnesium, Kracherfischpulver und Titan. Kracherfischpulver. Dafür müssen wir in kleine Höhlen. Da gibt es einen Fisch, der ziemlich gemein ist. Und creepy. Den Stein können wir bewegen. Aber unser Atem geht gleich alle. Deswegen muss ich wieder nach oben. Verdammt, hält es am Anfang wenig. Ah, ja. Oh nein. Sie wird jetzt schon explodieren. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, draußen zu bleiben. Aber ich will es sehen. Ich will es sehen. Okay. Das sah cool aus. Das klingt sehr radioaktiv. Nicht so cool. Okay.
Es sieht so hübsch aus. Also das Schiff jetzt nicht mehr, aber das Spiel. So, wir brauchen Kracherfischpulver und das müssen wir uns jetzt besorgen, bevor es dunkel wird, weil, wie ich YouTube kenne, wird das für euch nochmal dunkler als für mich. Und für mich ist es hier schon sehr dunkel. Geht's da hoch? Ich sehe das nicht mal. Ah, verdammt. Ah, Kracherfisch. Ich habe in meinem ersten Anlauf von dem Spiel so lange gebraucht, um den ersten Kracherfisch zu finden. Die sind manchmal aber auch selten. Wenn man Pech hat. Und ich habe oft Pech. Sag mal schon, vielleicht hier hinten. Das sieht mir doch sehr nach Kracherfischgebiet aus. Nein? Doch. Oh Gott, da war auch einer. Nein! Au! Ich wusste nicht, dass da auch einer ist. Das ist ja unfair. Ich brauche gleich Atem. Gib mir das Pulver. Und weg. Ja, mein Atem geht alle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bin schon da. Alles gut. So, oh mein Gott, ist das dunkel hier. Das ist so creepy. Ich habe so Angst vor diesen Sachen. Es ist so deep und spooky und ich weiß nicht, was da unten ist und die Geräusche. Nein. Das Spiel ist echt nichts für mich. Aber hey, es macht Spaß immerhin. Es macht wirklich Spaß. Ich kann es nur empfehlen. So, jetzt craften wir uns einmal was zu trinken und nochmal was zu trinken. Ja. Genau. Das Reparaturwerkzeug kann ich noch nicht basteln. Was fehlt denn jetzt noch? Magnesium. Und wie crafte ich Magnesium? Indem ich hier Salz vorkommen. Dreimal. Okay. Geht klar. Das kann ich machen. Die Sache ist nur, ich werde wahrscheinlich jetzt dann gleich raus müssen. Mitten in der Nacht. Das bedeutet, ihr werdet so gut wie gar nichts sehen. Mal schauen. Ich brauche Salz. Salz liegt normalerweise einfach so herum, so wie das Quarz. Nur ist halt weiß. Wo ist hier Salz? Ich hoffe, ihr seht etwas. Ich bin mir da nicht sicher. Ich kann auf jeden Fall was erkennen. Deswegen denke ich mal, ihr auch. Wenn auch wenig. YouTube macht halt echt alles dunkler und alles, was hell ist, heller. Es ist so weird. Aber okay, das gehört wohl so. Das ist ein Feature. Ist kein Bug. Oder Fehler. Ich bräuchte Salz. Es sieht so cool aus. Ja, ist okay. Keine creepy Geräusche machen, bitte. Danke. Da vorne sind böse Fische, die greifen mich an. Da will ich nicht hin. Also ja, es gibt sowohl aggressive als auch eben friedliche Fische. Bis jetzt haben wir zum Glück nur... Ach nein, Moment, die Krachbummfische Dinger sind ja auch ziemlich böse, wenn du zu nahe kommst. Ah, die meisten sind auf jeden Fall lieb. Was wirklich nett ist von dem Spiel. Ich finde aber kein Salz, verdammt. Die ewige Suche im Salzwasser nach Salz. Wer kennt das nicht? Quarz. Ich finde nur Quarz. Da könnte ich mir Luft holen. Gib her. Nice. Ah, Salz, Salz, Salz. Nein, nirgendwo. Keiner möchte mir ein Fischsalz bringen? Nein, wirklich nicht. Oh Gott. Fängt hier gut an. Kupfer. Das fängt ja echt gut an. Oh Mann. Ich bin 200 Meter schon entfernt. Holy shit. Und ja, wie gesagt, ich habe hier schon ziemlich große Kreaturen gesehen. Das ist creepy as fuck. Vor allem die dich dann angreifen. Gibt es auch ein paar. Nicht so schön. Aber gehört dazu in einem Survival-Game. Hat aber auch eher was von Horror, das Spiel, finde ich. Ja, ist okay, ist okay. Rückblut.
Ich komme dir nicht zu nahe. Ich bin wahrscheinlich schon an voll viel Salz vorbeigeschwommen, oder? Ich könnte mir das vorstellen. Das wäre so typisch ich. Ah, da müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer. That's what he said. Auch kein Salz. Oh Gott. Ah, geh weg. Kackviech. Oh Gott. Danke. Ich habe keine Waffe, um mich zu wehren. Das ist ja unfair. Immer genau das, was man braucht, findet man nicht. So ein Blödsinn. Das ist wieder ein Kracherfisch. Okay. So. Und Salz, komm schon. Irgendwo. Oh Gott, mein Atem. Ja, Luft. Oh, da möchte ich nicht hinschwimmen. Da ist mir zu tief. Noch nicht zumindest. Ja, Oxygen. Ups. Da haben wir Salz. Eins. Blöde Koralle. Zwei. Und drei. Nice. Okay, wir können das Reparaturwerkzeug bauen. Perfekt. Und da wäre noch mehr Kracherfischpulver und Kracherfisch Gedöns. Wo ist mein? Da. Okay. Orientierung ist auch so etwas komplizierter in dem Spiel, aber es geht schon. Mir gefällt es nur nicht, dass ich so nah an diesem Gebiet bin. Ich könnte jetzt auch neu starten, aber das wäre es mir nicht wert. Irgendwas muss ja auch mal creepy sein. Auf dem Channel. So, dann basteln wir das jetzt einmal. Dafür brauchen wir nämlich Titan. Hier ist ein Verbandskasten wieder. Und wir können es nicht craften, weil Magnesium fehlt. Magnesium. Da. Perfekt. Jetzt sollten wir es haben. Ja. Schön. Und damit können wir jetzt unser Schiff reparieren. Das machen wir einmal. Damit warte ich jetzt noch kurz. Wird irgendwas angesagt? Nein? Okay. Eine neue Nachricht. Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. Estimated arrival time 9999 hours. Okay. Also 999 Stunden, bis ein Rettungsteam kommt, ja? Ich meine, 999 Stunden kann man gerne mal hier verbringen. Ist ja schön. Macht Spaß. Bleib mal kurz an der Luft in der Nähe von meinem kleinen Rettungskapselschiff. Was craften wir denn jetzt? Jetzt wäre es ganz gut, wenn wir uns einen Scanner craften. Und dafür brauchen wir eine Batterie. Und die Batterie benötigt zwei von den Pilzen. Und was Kupfer? Ich weiß es gerade nicht mehr. Was Kupfer? Ja, Kupfererz. Haben wir beides. Das bedeutet jetzt eine Batterie. Perfekt. Wie gesagt, später können wir dann auch noch ganz große U-Boote bauen, damit dann unter Wasser gelangen, also wirklich tief unter Wasser. Und dann können wir ein U-Boot bauen, in das das kleinere U-Boot hinein kann und so weiter. Es ist total genial, das Spiel. Ich kann es euch nur empfehlen. Macht wirklich Spaß. Ah, was crafte ich jetzt? Was wollte ich craften? Den Scanner. Den Scanner einmal. Perfekt. Schön. So, den setze ich mir auf die 2 und das Reparaturwerkzeug hier nach rechts und den Feuerlöscher packe ich weg. Mal ehrlich, wer braucht den? Wer braucht den unter Wasser? So. Genau, jetzt haben wir nämlich einen Scanner und damit können wir unsere Umgebung scannen. Das bedeutet, ich nehme den mal raus und gehe dann zu, was weiß ich,
Dich kann ich nicht scannen. Okay. Aber das Viech könnte ich scannen, wenn es nicht wegschwimmen würde. Das schwimmt da mir so gar nicht gut hin. Nee, das gefällt mir da nicht. Da will ich nicht hin. Ah, den Schweber kann ich scannen. Und er braucht ewig. Wow. Okay. Fremde Lebensformen. Das sind ja hier alles Aliens. Also ist ja nicht wirklich unser Planet. Deswegen kennen wir hier so gut wie gar nichts. Kann ich hier etwas scannen? Säurepilz, ja. Den nehmen wir einmal mit. Indem wir Sachen scannen, lernen wir auch neue Rezepte sozusagen und können dann eben mehr craften. Und deswegen lohnt sich das wirklich, alles zu scannen. Was kann ich nicht scannen, ne? Aber ich nehme es mit. Dich kann ich scannen. Da ist irgendwas geschwommen, das war laut. Okay. Ich bräuchte ein Messer. Oxygen. Ja, schon okay. Oxygen. Aber da ich sehe, dass wir hier schon fast 20 Minuten haben, beziehungsweise schon über 20 Minuten haben, würde ich sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Und es geht dann gleich weiter. Im nächsten Part werde ich dann mir ein Messer bauen. Und dann kann ich mich auch endlich mal wehren. Und ich brauche was zu trinken. Das bedeutet, das werde ich auch besorgen. Aber ich würde sagen, dann bis dahin und macht's gut. Bye bye.